Na, Hupala, was macht der denn da? Ich mache einen Livestream. Jo, und bin ja mal gespannt, ob dann auch Leute tatsächlich zuschauen. Jedenfalls, erstmal. Gibt's hier denn eine Liste auf YouTube? Ich guck mal. Zuschauer 0. Okay, das ist in Ordnung. Sollte am besten auch so bleiben. Nein, ja. Ich mache hier gerade ein Let's Play und zwar als Livestream, weil ich habe mal Bock drauf. Und außerdem erspart mir das beim Schneiden ziemlich Arbeit. Und ich habe schon meinen ersten Zuschauer, ich fasse es nicht. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, das zu machen? So, Moment mal. Wer sich erinnern kann an die letzten Layton-Folgen, Layton vs. Tony-Folgen, wird sicherlich noch in Erinnerung haben, dass Mark mich damit triezt, dass ich Superman 64 spielen soll. So, und ich habe ihm letztens was Schönes geschrieben in WhatsApp. Moment, hier, warten, bis es sichtbar wird. Weißt du was? Ich habe in nächster Zeit auch mal wieder. Na, ich wollte jedenfalls was aufnehmen und da kann ich mir vorstellen, dass SM64 mein nächstes Projekt wird. So. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich damit Super Mario 64 meinte. Huahaha. Er tappt immer noch im Dunkeln, glaube ich. Jedenfalls. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon Super Mario 64 spiele, dann wenigstens die DS-Version, weil die kenne ich noch gar nicht so. Naja, gut, es ist. Es hat ein paar Veränderungen, deshalb. So, und dann fangen wir jetzt damit auch an. Möchte ich meinen. Ich wollte gerade eigentlich auf die Pause-Taste drücken, damit die Pause beendet wird, aber jetzt klappt's. Und wir fangen gleich mal damit an, den Stern zu berühren. Und ja, was soll man sagen? Ach so, oh, Mist. Mist, jetzt muss ich das auf Englisch spielen. Moment, geht das nicht anders? Ich will das nicht auf Englisch spielen. Also ich könnte schon, aber gibt es hier Einstellungen? Vor allem Spracheinstellungen? Nein, natürlich nicht. Was ist denn hier los? Ich meine, das ist eine europäische Version. Habe ich nicht da irgendwas? Ich habe da bestimmt was. Ich habe da noch einen Trick in petto. Firmware-Settings. So, Language German. So, und jetzt starten wir das Ganze nochmal neu. Bitte lass es funktionieren, bitte lass es funktionieren. Ich will nicht noch eine andere ROM haben müssen. Ich habe schon einen weiteren Zuschauer. Ich glaube, der erste war ich. Oh, hier berühren. Das passt doch. Endlich ist es auf Deutsch. Hallo, lieber weiterer Zuschauer übrigens. So. Dann fangen wir jetzt aber mal an und erstellen eine neue Datei. To the castle. I've baked the a cake for you. Yes, Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Hallo, Kalman. Kalman. Keine Ahnung. Falls ich es irgendwann mal mittendrin richtig ausgesprochen habe, schreibt bitte ein Ja. Wenn nicht, beleidige mich ruhig. Das ist alles noch so neu für mich. Leute, die einem beim Spielen zugucken. Nein, die einem live beim Spielen zugucken. Und da kommt Mario auch schon aus der Röhre gekrochen. Und dazu kommen noch Luigi und Wario. Und ja, das ist der Teil, der mich eigentlich ein bisschen stört an dem Spiel. Man darf nicht als Mario beginnen. Juhu! Ich habe den Namen irgendwann mal mittendrin richtig ausgesprochen. So. Und da sehen wir unseren ersten Protagonisten. Yoshi. Und da sehen wir unseren Nicht-Protagonisten Lakitu. Mit seiner Kamera. Yoshi! Yoshi! Bling. Hey, listen! Mario ist noch nicht zurück.
Gott, noch ein Zuschauer. Ganz ehrlich, ich habe das nie angekündigt. Hi, Levi? Hallo, du Neuer da. So. Hier, dieses Labyrinth ist im normalen Nintendo 64-Spiel nicht dabei. Wollte ich nur mal gesagt haben. Für alle, die es nicht wissen. Ich kommentiere das übrigens so, als wäre das ein ganz normales Video. Größtenteils. Weil das wird auch als ganz normales Video veröffentlicht. Du brauchst einen Schlüssel für diese Tür. Und da kommt wieder Lakito. Oh oh, die Tür ist verschlossen. Eben habe ich ein Kaninchen gesehen, das einen Schlüssel im Maul trug. Schau auf der Karte des Touchscreens nach, Yoshi. Ja, wir haben, wir suchen jetzt ein Kaninchen, dann fangen wir es, dann essen wir es, dann... Ach so, nee, dann kriegen wir einen Schlüssel davon. Oh Gott, es werden immer mehr. Ah, hallo. Ah. Aber ich muss mich auf das Spiel konzentrieren und... Oh Gott, es werden... Meine Güte, schon 4 verschiedene Zuschauer. Und das nach... Okay, ich habe keine Uhr hier. Minuten. Ja, nein, friss mich nicht. Ich habe doch nur ein bisschen gefoppt. Ich habe dich doch nur ein bisschen gefoppt. Ich habe hier doch nur ein bisschen gefappt. Nein, komm, lass mich gehen. Ich ahne schon Schlimmes. Nicht, dass ich Anweisungen kriege, was ich hier vor der Webcam machen soll. Und dass das böse Anweisungen werden. Oh, oh. Nein. Eieieiei, ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Mein ganzes Leben zog an mir vorbei. Ich habe mich schon so gefühlt, als wäre ich gleich in einem Yoshi-Ei gefangen. Furchterregend. Egal, nimm den Schlüssel. Er hatte gerade Todesangst. Ach so, an den lieben Florian. Ich bin Yoshi, weil das Spiel beginnt so. Das ist bei News, Super Mario 64 DS leider Standard. Wobei, leider kann man sehen, wie man will. Er ist mir sowieso zu lästig. Ja, genau. Er hatte gerade Todesangst und sagt dann, oh, egal. Du hast von dem Kaninchen den Schlüssel zum Schloss erhalten. Nun kannst du das Schloss betreten. Mario und seine Freunde sind vor Ewigkeiten in das Schloss gegangen und sie sind bisher nicht zurückgekommen. Möchtest du speichern? Ja. So. Ach übrigens, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dieses Super Mario 64 sieht butterweich aus an manchen Stellen. Das liegt nicht daran, dass es eine DS-Version ist, sondern dass ich einen DS-Emulator benutze, der das Spiel intern hochskalieren kann. Nein, bei der N64-Version hat man nur Mario. Man begegnet zwar Yoshi unter bestimmten Voraussetzungen, aber sonst gibt es da keine weiteren Charaktere. Ich glaube, das wird eh alles schon im Chat beantwortet. Ich sollte das lassen, das auch zu kommentieren. Vor allem, weil niemand den Chat sieht. Es wurde nämlich gefragt, ob bei der N64-Version auch Yoshi als Charakter mit vorkommt. Nee, Willkommen, niemand zu Hause. Zisch ab und lass dich hier nicht mehr blicken. Okay, dann gehen wir mal wieder. Nein. Ist doch viel zu schön. Wir wollen mal hier drin rumgucken. Ja, ist ein sehr schönes Gebäude. Okay, jetzt können wir wieder... Nein. Ich soll das Spiel spielen. Ich soll es nicht verlassen. Obwohl, umso schneller sind wir fertig. So, hier kann man nämlich in Gemälde springen. Also für die Leute, die das wirklich nicht wissen. Und dann kommt man in eine Welt mit Sternen drin. Bei der Suche nach Mario bist du mitten auf einem Schlachtfeld gelandet. Wo ist Mario? Sprich als erstes den Bob-Omb-Buddy an. Im Standardmodus musst du nur A drücken. Buddy wird dir bestimmt helfen können. Blub. Oh Gott. Wann kommt denn wieder Pokémon? Welches Pokémon? Doch bitte nicht 2x2, oder? Oder welches mein... Hier wurde nämlich gefragt, wann kommt wieder Pokémon? Das will ich jetzt wissen, welches da gemeint war. Sieh da, mein Herr, passen Sie auf. Wenn Sie hier so durch die Gegend latschen, kann Ihnen eine Wasserbombe auf die Rübe fallen. Dies war einst ein grünes Paradies, aber König Bob-Omb hat einen Powerstern in seinen Klauen. Okay.
Es ist noch gar nicht lange her. Da ist ein bärtiger Mann mit einer roten Mütze auf den Berg gegangen. Er hat nicht auf die Warnungen gehört. Da fällt mir auf, er ist nie zurückgekommen, was ihm wohl passiert ist. So. Okay, normale Gegner. Die, auf die ich jetzt nicht mal raufstampfen kann. Doch, geht. Oh, 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 oh. Auf die Frage mit dem Pokémon. Kam gerade die Antwort, was von der vierten Generation. Entschuldigung, aber, ich habe ja viel Pokémon gespielt, aber vierte und fünfte Generation habe ich irgendwie ausgelassen. Okay, das wäre eigentlich ein Grund, das tatsächlich zu Let's Playen. Und jetzt, wo ich auch einen Emulator habe, mit dem es vielleicht in der 3D-Grafik vom DS nicht ganz so schlimm aussieht, wäre das tatsächlich machbar. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich Pokémon Platin oder sowas in der Art spielen möchte. Tut mir ja leid. Kann ich noch nicht beurteilen. Erstmal muss ich sowieso für Mark Superman 64 spielen, was ich ja hier gerade nicht tue. Obwohl die Abkürzung fast das gleiche ergibt. So, Ups. Ich wollte ja am liebsten jetzt was Schönes zeigen hier mit den roten Münzen. Aber, das klappt nicht so toll. Weil hier muss man ja in diesem Level 8 rote Münzen sammeln. Und ich muss hier immer ein bisschen auf den Chat spielen, das gibt's nicht. Nein, eine von diesen 8 roten Münzen ist dort, Moment, schwuppdiwupp, da auf der Insel, Moment, ich versuche die mal in die Mitte zu kriegen. Da drüben ist die letzte rote Münze, die ich normalerweise nicht kriegen würde. Das Einzige, was ich mal versuchen könnte, wäre ein Manöver. Das werde ich auch nur einmal machen. Ich habe es nämlich schon ein paar Mal geübt und da ist es immer schief gegangen. Upsa. Da muss ich vor allem schaffen. Nee, das schon mal nicht. Nein, ich wollte eigentlich einmal springen bis zu einer Kante und, ja, dann noch einen zweiten Sprung machen und versuchen, damit auf diese Insel zu kommen. Aber gut. Was ich noch über den Chat sagen wollte, wäre toll, wenn ich das Pokémon-Platin-Zeug mal spielen würde, Let's Playen würde. Ich, wie gesagt, bin da selber erstmal geteilter Meinung dazu. Obwohl, ich habe ja auch schon immerhin Pokémon Omega Rubin, Alpha Saphir. Ach ja, übrigens, von hier oben kommt man da auch nicht hin. Das habe ich auch schon probiert. Pokémon Omega Rubin, Alpha Saphir habe ich beide auch schon gespielt in einem Let's Play. Aber ja, ich habe noch ein anderes Pokémon Let's Play, was ich fertig machen muss mit 4 Editionen gleichzeitig. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal hier um das Spiel, was uns gerade vorliegt. Und da haben wir König Bob-Omb. Ich bin König Bob-Omb, Herr aller Explosionen. Oh, der hat so einen großen Bart. Kaiser aller Kabums. Unglaublich! Sogar ohne Bart hast du es bis hierher geschafft! Ja, sonst sind alle, die einen Bart tragen, da oben gewesen. Mario, Bob-Omb. Ich bewundere deinen Mut, wie dem auch sei. Ich werde deinen wertvollen Powerstern nicht einfach so hergeben. Jemand will Erotikbilder von mir und Mark. Das macht mir Angst. Nein, das sind meine! Für kein Geld der Welt. Du musst mich besiegen, wenn du ihn haben willst. Aber du wirst meinen Bob-Omb Dienern hilflos ausgeliefert sein. Das nächste Mal, wenn ich einen Livestream mache, dann werde ich auf jeden Fall den Chat mit einblenden. Also, jetzt steck den Waschlappen zurück in deinen Mund und klapp den Kiefer zu. Was? Das ist einfach würdelos. Lass den Kampf beginnen. Okay. Bam, bam, bam. So, im normalen Fall Super Mario 64 würde man den Typen hier eigentlich, also man würde hinter ihn rennen und ihn anheben. Da wir aber keinen Mario haben, sondern einen Yoshi, müssen wir ihn anders besiegen. Ja. Bums. Hm.
ein Nix von wegen beim nächsten Mal. Die Erotikbilder von Marc und mir bleiben meine. Ich weiß nicht, ihr könnt euch ja selber welche malen. Moment, außerdem, ich hab ein gemaltes. Aber das ist kein Erotikbild. Das ist einfach nur eins mit Rötlikröt. Das habe ich auch als Desktop-Hintergrund seit Jahren schon. Zumindest gefühlt seit Jahren. Aua, das hat wehgetan. Wie konnte ich nur gegen einen solchen Milchbubi verlieren? Das muss unter uns bleiben. Ich gebe dir dafür auch meinen wertvollen Powerstern. Willst du mich wieder treffen, wähle im Menü diesen Stern aus. Will ich aber nicht.